gegen die Entwaffnungspläne. Alle zusammen. Liebe Freunde, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Die Ampel will am demokratischen Gesetzgebungsverfahren vorbei, im Eilverfahren, auch das Waffengesetz ändern. Und uns bleiben nur noch Tage, um das zu verhindern. Deshalb bringe ich aus meinem Urlaub heraus dieses wichtige Video. Zuerst die guten Nachrichten. Viele der wirklich idiotischen Ideen aus dem Innenministerium von Frau Faeser sind vom Tisch. Diese 6 cm Klingenlängengrenze kommt ebenso wenig wie die WBK-Pflicht für Armbrüste und das Verbot der Halbautomaten. Insofern dürfen wir aufatmen. Naja. Aber jetzt zu den schlechten Nachrichten. Und die gibt es. Der Gesetzesentwurf der Ampel ist eine Sammlung an nie dagewesenen Verboten und Zumutungen. Nicht für Straftäter, sondern für den ehrlichen Bürger. Wir wissen es doch alle. Die ungeregelte Migration führt zu explodierenden Gewaltverbrechen und einer Welle an islamistischen Terrorakten. Und was macht die Regierung dagegen? Richtig, sie entwaffnet und schikaniert die ehrlichen Bürger und ändert an den wirklichen Problemen nichts. Ja, meine Freunde, das ist die Reaktion der Ampel auf ihr eigenes Versagen. Ich gehe jetzt kurz auf die schlimmsten Punkte ein. Wenn ihr mehr Details wollt, ja, dann empfehle ich euch das Video von allforshooters.de, in dem die VdB-Juristin Nina Naske ausführlich alles erklärt. Ne? Link im Text, schaut's euch an. Aber jetzt hier mal die Eckpunkte, die mich besonders ärgern und euch wahrscheinlich auch. Also erstmal in den Innenstädten und im gesamten öffentlichen Verkehr sollen in Zukunft weder Messer, egal wie kurz die Klinge ist, noch Reizgas erlaubt sein. Vorbei die Zeit des Schweizer Messers und Pech gehabt, liebe Mädels. Ihr seid den Vergewaltigern nun völlig schutzlos ausgeliefert. Kein Tränengas mehr. Ne? Aber auch Messer wie so ein kleiner Paketöffner, die sind nun tabu. Ne? Ist toll, ne? Tja, und wer, so wie ich, edle Springmesserchen sammelt, der muss sich davon verabschieden. Der Ampel ist es egal, dass die bislang legalen Versionen nur ganz kurze Klingen haben und ohnehin unterwegs verboten sind. Es spielt auch keine Rolle, dass sie vollkommen deliktirrelevant sind. Ja, Islamisten bevorzugen bekanntlich lange Küchenmesser oder Macheten. Nein, die Springmesser müssen verboten werden, zerstört, allesamt und so fort. Die armen Kollegen bei Böker müssen wahrscheinlich schon in ein paar Tagen Ware im Wert von Hunderttausenden Euro schreddern. Natürlich entschädigungslos. Alles für die Sicherheit, schon klar. Ja. Noch schlimmer sind die Sportschützen und Jäger dran. Denn die Ampel will die Waffenbehörden mit einer Machtfülle ausstatten, die man zuvor und zuletzt vielleicht bei der Stasi oder der Gestapo kannte. Ja. Hat ein Behördenmitarbeiter? Bei uns in Hessen ist das nicht mal ein Polizist, sondern jemand, der ganz normal im Stadthaus arbeitet. Ne? Hat er etwas gefunden, das der WBK-Besitzer auf Facebook oder X gepostet hat und das der Regierung möglicherweise nicht gefallen könnte, dann kann er ohne Anhörung und ohne einen richterlichen Beschluss überfallartig die Wohnung durchsuchen und alles beschlagnahmen. Ja, ohne Ankündigung. Und nicht mal mit Hilfe der Polizei. Der kann einfach selber reinmarschieren. Man muss ihm aufmachen, der tritt an die Tür ein. Wenn ich bedenke, wie viele meiner Hater Fake-Accounts in meinem Namen betreiben und dort alles Mögliche posten, dann fange ich wohl schon mal an, meine Bude aufzuräumen. Ja, wäre mir peinlich, wenn das Rollkommando der Waffenbehörde über meine schmutzigen Socken steigen müsste auf dem Weg zu meinem Waffenschrank. Ja, wäre schon fast lustig, wenn es nicht so schrecklich wäre. Ihr seht, das wird heftig. Nicht für Islamisten. Nicht für Messerstecher und auch nicht für Vergewaltiger. Nee, die sind ja jetzt sogar vor Tränengas sicher. Nein, für den ehrlichen Bürger. Und das müssen wir verhindern. Aber was können wir tun? Viel. Und wir tun es alle zusammen. Ihr habt sicher nicht vergessen, dass Tactical Dad und meine Wenigkeit vor einigen Monaten die Schließung des Bundesverbands Ziviler Legalwaffen, ne, BZL, früher hieß der mal FWR, gefordert haben. Wegen der jahrzehntelangen Passivität dieses Verbands. Wir lieben die kämpferische Haltung des VdB. Aber jetzt ist was passiert, liebe Freunde, das euch die Schuhe ausziehen wird. Der BZL hat endlich die Kritik angenommen, den bisherigen Vorstand aufs Altenteil geschickt
und einen neuen Boss installiert, Herrn Matthias Klotz. Und der Mann haut rein. Vorbei sind die Zeiten der Unterwürfigkeit und des Kuschens beim BZL. Ich habe darüber ein Interview mit ihm geführt. Ihr findet es am Ende dieses Videos. Aber erstmal zurück zum Thema. Zum ersten Mal in der Geschichte des Waffengesetzes, also seit 52 Jahren, wehren sich nun alle Waffenbesitzer gleichzeitig und vereint gegen weitere Repressalien. Wir haben die Schnauze voll und lassen uns das nicht länger gefallen. Seite an Seite ziehen wir in den Kampf. VDB, BZL, egal. Wir marschieren im Gleichschritt. Herr Klotz hat eine Petition gestartet mit dem Ziel der Verhinderung dieser Verschärfungen. Wow, eine echte Aktion. Das gab's unter der Führung der alten Schnarchnasenriege nie. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, die Plattform ist Open Petition und nicht die offizielle Petitionsplattform des Bundestags. Aber das spielt diesmal keine Rolle, denn in diesem Eilverfahren wird ohnehin kein Petitionsausschuss mehr zu Wort kommen. Wir müssen jetzt Flagge zeigen, egal wo, egal wie. Ich unterstütze diese Petition daher zu 100% und bitte euch um eure Teilnahme. Link im Text. Übrigens, auch der VDB propagiert die Petition des BZL. Der VDB, der ist ohnehin für seinen Briefgenerator gefürchtet. Denn nichts hassen Politiker mehr, als stapelweise Post von sauren Wählern zu bekommen. Auch diesmal kommt das schärfste Schwert des VDB wieder zum Einsatz. Aber im Turbomodus. Dank, ja, der künstlichen Intelligenz. Ja, der Generator sorgt diesmal dafür, dass alle Bundestagsabgeordneten Post bekommen. Nicht nur ein paar Auserwählte, wie beim letzten Mal. Und die KI sorgt für völlig individuelle Texte, die auch eine individuelle Antwort erfordern. Was würde ich dafür geben, die Gesichter der Empfänger zu sehen, wenn die Waschkörbe eintreffen? Und jetzt aufgepasst. Bei der letzten Briefgeneratoraktion hatte der BZL seinen Mitgliedern ausdrücklich empfohlen, nicht teilzunehmen. Ja, fanden wir alle nicht so besonders toll. Aber diesmal ist das anders. Das BZL fordert aktiv zur Nutzung auf. Alle zusammen stehen wir auf und kämpfen. Ich bitte euch also, sowohl die Petition zu zeichnen, als auch den Briefgenerator anzuwerfen. Alle Links im Text. Nun aber zum Interview mit Herrn Matthias Klotz, Vorsitzender und Geschäftsführer des Bundesverbands Ziviler Legalwaffen. Herr Klotz, Sie sind seit einigen Monaten Vorsitzender und Geschäftsführer des BZL, vormals FWR. Mir ist sehr deutlich aufgefallen, dass unter Ihrer Führung richtig was passiert ist beim BZL. Können Sie das bestätigen? Ja, hallo Herr Sprave. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir beide die Gelegenheit gefunden haben, miteinander zu reden statt übereinander. Das schätze ich sehr. Ja, zu Ihrer ersten Frage. Natürlich, beim BZL ist einiges passiert und das war ja auch der Wunsch der gesamten Vorstandsverbände. Dieses proaktive Antreten, vor die Kurve kommen, wirklich eben auch die Meinung der Legalwaffenbesitzer entsprechend zu kanalisieren. Also ja, das kann ich bestätigen. Das war das Ziel. Ich denke mal, wir sind da auf einem guten Weg. Ziel erreicht sollte man nie sagen. Gibt noch viel zu tun. Aber das war der Wille aller Vorstandsverbände. Ja, und ich glaube, da sind wir jetzt schon richtig gut unterwegs. In der Zeit vor Ihrem Amtsantritt hat es, sagen wir mal, Unstimmigkeiten zwischen dem damals noch FWR heißenden BZL und dem Branchenverband VDB gegeben. Diese haben letztlich zum Austritt des VDB aus dem BZL geführt. Sehen Sie den VDB als Gegner an? Also Gegner, um Gottes Willen, nein. Ich glaube, wer in unserer Branche für die Legalwaffenbesitzer im Rahmen und in der Riege all der Verbände, die sich für die Interessen einsetzen, A nach Gegnern sucht oder B sogar glaubt, sie gefunden zu haben, der macht da was falsch. Ich glaube, je nachdem, egal welcher Verband, man ist sich vielleicht nicht immer in jedem Detail einig, aber trotzdem arbeiten und kämpfen wir für eine gemeinsame Sache. Und das sind die Interessen all derer, die da draußen, sei es als Sportschütze, als Sammler, als Jäger, als jemand, der mit dem Luftgewehr gerne schießt, als jemand, der dem Bogensport nachgeht, der einfach auch mit dem Messer mittlerweile in der Hosentasche einfach sich in die Öffentlichkeit begeben möchte. Es geht um deren Interessen und da sollten wir keine Gegner suchen, sondern Verbündete und uns dann entsprechend abstimmen, wie wir für die gemeinsame Sache kämpfen können. Also
nein, der VdB ist kein Gegner. Das ist ein absolut legitimer Verband, der die Interessen vor allem der vielen Büchsenmacher und Waffenfachhändler, zu denen unsere Legalwaffenbesitzer gehen, dort ihre Ausrüstung entsprechend kaufen, Beratung finden und alles vertritt. Also, das ist definitiv kein Gegner, sondern eben eine weitere starke Stimme bei der Vertretung der Interessen der Legalwaffenbesitzer. In der Community hat die Scheidung zwischen VdB und FWR ganz schön Wellen geschlagen. Vor allem, weil vielen Waffenbesitzern die eher passive Strategie des FWR nicht zugesagt hatte. Unter ihrer Führung zeigt das BZL jetzt aber eine deutlich aggressivere Verhaltensweise, die eher auf der Linie des VdBs zu liegen scheint. Nähern sich die beiden Verbände wieder einander an? Also zum Scheidungs- und Beziehungsdrama zwischen BZL, damals noch Forum Waffenrecht, und dem VdB. Ich meine, vieles davon war vor meiner Zeit. Da kann und will ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Aber natürlich ist klar, dass gerade solche Themen oft die Community oder das Boulevard anregen. Da wird viel gemutmaßt. Da war auch viel Emotion mit drin, und die auch da meines Erachtens gar nicht hingehört hat. Und das neue Verhalten, wenn Sie so wollen, oder das aggressivere Verhalten, also da, glaube ich, orientieren wir uns ja nun nicht an irgendeiner Linie anderer Verbände oder Ähnlichem. Ich denke mal, das Verhalten, wenn man so will, altes Sprichwort, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Nee, ich glaube, dieses Verhalten ist einfach etwas klare Kante, was ich immer gesagt habe, und auch in einer Tonalität klare Kante. Das erwarten die Leute von uns. Und natürlich gibt es da Annäherungen zu allen Verbänden. Wir haben das gesehen, da war eine Verbändeanhörung mit der FDP, wo alle Verbände, das ist der VdB, Prolegal, wir mit unseren ganzen Vorstandsverbänden, dann hat ja jeder gesehen, dass wir da inhaltlich auf einer Linie liegen. Und genau da müssen wir uns annähern, nämlich inhaltlich. Und dass es da in der Vergangenheit innerverbandlich, und das hat ja häufig mit der Sache nach draußen gar nichts zu tun, Differenzen gegeben hat, die nun zu dem Status quo führen, wie wir ihn verbandlich derzeit haben. Ich denke mal, das kann man jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Da würde ich aber auch jetzt nicht mehr hineininterpretieren. Wichtig, und das ist ganz, ganz entscheidend, war das persönliche Gespräch, das ich mit den Kollegen vom VdB geführt habe. Und wir waren uns da alle einer Meinung. Es gibt jetzt hier keine Zeit und keine Möglichkeit mehr für Grabenkämpfe und irgendein Nachkarten und Nachtarocken. Nee, gemeinsam jetzt aufstehen. Jeder muss hier seine Werkzeuge in die Hand nehmen und den Mitgliederinnen, Mitgliedern, den ganzen Leuten da draußen einfach eine Stimme verleihen und Gehör verschaffen. Das tun wir jetzt gemeinsam. Und wenn Sie so wollen, klar, nähern wir uns da logischerweise wieder im Tun, im gemeinsamen Tun inhaltlich an. Und das ist, denke ich, das Entscheidende. Auf dem Weg fährt man fort. Und all die verbandlichen Sachen, gerade die der Vergangenheit, ich glaube, wer zu viel zurückschaut, hat Probleme, schnell nach vorn zu fahren. Und darauf kommt es an. Und das tun wir jetzt gemeinsam. Und da freue ich mich drauf. Sie haben eine Petition gegen die anstehende Gesetzesverschärfung gestartet auf der Plattform Open Petition. Die Ampel ist gerade dabei, das neue Gesetz im Eiltempo und ohne die Anhörung der Verbände durchzupeitschen. Was versprechen Sie sich denn genau von der Petition? Ja, Sie sprechen es schon richtig an. Die Ampel hat also tatsächlich ein Eilverfahren als den Modus operandi gewählt, was per se schon eigentlich eine Frechheit ist, bei einer Gesetzesnovellierung und Eingriffen dieser Tragweite zu sagen, ach, was interessiert uns denn die Meinung der anderen? Das zeugt auch schon von dieser Ignoranz und ich gehe sogar so weit zu sagen, von der Arroganz der handelnden Personen. Und da war für uns nur noch die Möglichkeit, mit einer ganz, ganz schnellen Aktion, nämlich dieser Petition über Open Petition zu agieren, eine Bundestagspetition, sprich also offiziell Petitionsausschuss des Bundestages, hätte uns da zeitlich die Möglichkeit gar nicht mehr gegeben. Ja, und was versprechen wir uns davon? Ich glaube, wir versprechen uns das davon, was jetzt unsere Mitglieder schon gehalten haben, dieser Regierung, diesen Autoren und Urhebern dieses waffenrechtlichen Placebo-Pakets, das da vorgestellt wurde, mit wirklich inakzeptablen Übergriffigkeiten, die da auch nun gesetzt werden sollen, innerhalb kürzester Zeit zu zeigen, wie viele zigtausend Menschen da draußen sagen, nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Ihr wolltet ein Paket machen gegen den islamistischen Terrorismus, Rechtsterrorismus, Linksterrorismus, jede Art von Extremismus. Und am Ende davon kommt eine Gängelung rechtstreuer Bürgerinnen und Bürger heraus.
Und das, glaube ich, ist etwas, was eine Petition und, by the way, natürlich auch der Briefgenerator des VDB zeigen kann. In kurzer Zeit maximales Feedback und zwar eindeutig. Und mit dieser Petition werden wir nun selbstverständlich an die handelnden Personen herantreten. Und jetzt muss Politik und die Menschen, die in der Politik arbeiten, heißen nicht umsonst Volksvertreter, jetzt müssen sie beweisen, ob sie diese Meinung des Volkes wirklich ernst nehmen, in die Gespräche eintreten und es uns gemeinsam gelingt, etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen und diesen gesamten Artikel 5 des Sicherheitspaketes, der sich mit dem Waffenrecht befasst, dass wir den einfach vom Tisch kriegen und etwas Gescheites draus machen. Und das ist der Sinn dieser Petition. Ich glaube auch der Sinn des Briefgenerators, schnell zu zeigen, wir sind viele und wir sind dagegen. Ich habe die Nachricht erhalten, dass der VDB Ihre Petition unterstützen wird. Jetzt startet der neue Briefgenerator des VDB. Werden Sie diesen ebenfalls unterstützen und Ihre Mitglieder zur Teilnahme auffordern? Ja, der VDB hat schon am Wochenende unsere Petition proaktiv unterstützt. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank von meiner Seite, von unserer Seite. Und klar, wir sind auch im Gespräch mit der VDB-Spitze so verblieben, dass selbstverständlich wir auch den Briefgenerator unterstützen. Newsletter ist raus, das heißt also, unsere Newsletter-Abonnenten haben den Aufruf bekommen, hier den VDB und den Briefgenerator zu unterstützen und auch auf der Homepage sind wir draußen. Das heißt, genau wie vereinbart, ziehen wir hier gemeinsam an einem Strang und sehen jetzt, dass wir da maximalen Druck auf die entsprechenden handelnden Personen erzeugen und nochmal auch an alle Ihre Follower, Viewer, all die, die uns jetzt beide hier sehen, haut nochmal richtig mit rein, geht überall drauf, informiert bitte alle eure bekannten Freunde, denn viele glauben, Waffenrecht betrifft mich nicht. Oh ja, es betrifft sie sehr wohl. Zum einen direkt, sei es als Legalwaffenbesitzer, aber auch als ein vollkommen harmloser Mensch, der ein kleines Taschenmesser in der Hosentasche hat oder eben in der Handtasche. Und glauben Sie mir, indirekt betrifft es uns alle als Bürgerinnen und Bürger einer freiheitlichen Demokratie. Hier sind Haltungen, Gedanken und ja, ein Misstrauen gegen die eigenen Bürger in Texte verfasst, das kann nicht angehen und dagegen müssen wir uns wehren. Denn was heute die Waffenbesitzer sind, das sind morgen gegebenenfalls noch viele weitere Gruppen in unserer Bevölkerung und dagegen gilt es anzugehen. In diesem Sinn, denke ich mal, lasst uns weiterkämpfen und dann hoffen wir, dass wir was Gutes erreichen. Herr Klotz, ich bedanke mich für Ihre Worte und wünsche viel Erfolg mit der Petition. Gemeinsam werden wir das schon hinkriegen. Ja, liebe Freunde, das war doch sehr interessant. Nochmals meine Bitte, zeichnet die Petition und nutzt den Briefgenerator. Das war's für heute. Danke und bye bye.